dieser Episode von Candidate Sailing seht ihr, wie wichtig es ist, ein Team zu koordinieren, wie man mit einem großen Boot sicher aus einem kleinen Hafen kommt und wir bekommen erstmals eine Führung über und unter Deck eines Volvo Ocean Races. Bleibt dran! Ich denke, es werden sehr viele neue Dinge auf mich zukommen, mit denen ich lernen muss, umzugehen und mich dafür auszurichten und das Beste daraus zu machen, aber auch offen sein, um mit neuen Momenten besser umzugehen. Es geht ja darum, dass man alle Abläufe und die Kommunikationswege am Boot bestmöglich trainiert, standardisiert. Und auf was muss man aufpassen, dass keine Probleme auftreten? Wir schreiben auch nieder, warum. Letztendlich geht es darum, dass man von Manöver zu Manöver immer besser wird. Das Auspacken von einem Boot ist circa vergleichbar wie das Auspacken mit einem Auto. Mit einem kleinen Unterschied. Wir brauchen zwei Motorboote, circa 14 Beteiligte jetzt. Wir haben 40 Knoten Wind und da ist schon ziemlich eine Challenge, dass wir das Boot heil wieder an den nächsten Steg bringen. So, ich bin jetzt auf 30,5 Meter, ganz hier oben am Mast von der Volvo 65. Genieße den Ausblick über Porto Piccolo. Wir bewegen uns jetzt hier vom Heck Richtung Bug vor. Das Schiff ist eben 65 Fuß lang, das heißt, es sind ungefähr 20 Meter. Hier vorne in der Mitte vom Vordeck haben wir eine große Luke. Die nutzen wir, um die Segel, die darunter gelagert werden, eben an Deck zu bringen und dann zu setzen, wenn wir Segelwechsel vornehmen. Auf dem Schiff haben wir einen Kantenkiel verbaut, das heißt, der komplette Kiel schwenkt 40 Grad nach Luft maximal. Wenn wir ein bisschen Lage haben und der Kiel gekantet ist, haben wir im Grunde fast keinen Lateralplan mehr durch den Kiel und benötigen dann diese großen Boards, die dann ganz nach unten ins Wasser gesteckt werden, eben um das Schiff am Abtreiben zu hindern. Hier haben wir am Mast noch die Instrumente, die primär wichtig für unsere Trimmer sind. Das heißt, hier sehen wir den Bootspeed, den Winkel am Wind. Wenn wir jetzt zurückgehen ins Cockpit, schauen wir uns als erstes vorne das Pit an. Das wirkt relativ chaotisch im ersten Moment, hat aber alles seine Ordnung und seinen Sinn. Wenn wir jetzt ein Segel setzen würden, würden wir das Pfahl nehmen, auf die Windschiene im Pit auflegen und diese dann über den Grinder bewegen und so das Segel setzen. Wir sind jetzt am Steuerstand angelangt, das heißt, hier steht unser Steuermann, der das Schiff lenkt und auf Kurs hält. Ja gut, dann gehen wir runter und schauen uns Unterdeck alles an.
Mit viel Komfort kann das Boot leider nicht auftrumpfen, da es eine Rennjacht ist, aber alles, was wir zum Überleben brauchen, haben wir an Bord. Wenn wir da mal reinschauen, hier hätten wir zwei kleine Gaskocher, mit der wir eben unsere gefriergetrocknete Nahrung primär aufkochen. Gleich daneben haben wir unseren begehbaren Kleiderschrank, wo wir unser ganzes Wetgear aufhängen, wenn wir nass vom Segeln zurückkommen. Alles seine Ordnung, jeder hat seinen Platz, damit jeder immer auch in der Nacht alles findet, was er braucht. Schwimmwesten, Ölzeuge, Klettergurt, alles, was man benötigt. Die Schlafkojen am Schiff sind auch recht simpel gehalten, aber dennoch recht gemütlich. Wir haben hier die Möglichkeit, die im Winkel anzupassen, da das Schiff doch relativ viel Lage hat. Das heißt, wir können uns für den einen Bug ganz nach oben ziehen und wenn wir eine Wende machen würden, diese Koje auch wieder nach unten. Hier findet eigentlich das ganze Wetterrouting und die ganze Kursberechnung statt. Das heißt, wir haben einerseits den Computer mit den Wetterdaten, noch einmal einen Plotter, wo theoretisch die ganzen Karten noch mal oben sind und natürlich auch die ganzen Geschwindigkeiten, Winkel, damit der Navigator hier gut seinen Job vollenden kann. Ja, ich hoffe, die kleine Bootsführung hat euch gefallen. Und falls ihr noch Informationen braucht, kommt auf unsere Homepage, schaut vorbei. Und da könnt ihr auch gerne Termine anschauen, eventuell einmal aufs Schiff kommen und mit uns mitsegeln. Nach einigen erfolgreichen Trainingstagen beschließt das Team, Porto Piccolo zu verlassen und das Schiff nach Malta zu überstellen. Mit 9 Gästen an Bord wollen sie gemeinsam mit Offshore-Profi Christian Kagel beim Rolex Middle Sea Race teilnehmen. Wie die Regatta ausgegangen ist, seht ihr in der nächsten Episode. Nicht vergessen, Candidate Sailing zu abonnieren. OD on a cheap device. OC on the cheapest flight. Lately I've been on the move trying to get to something. But I told her I've been running just to see the sights. See the lights and they're not my type. So we chill with brother if his ice all white. But it's not. Am I living life in a box? Tell if it's a crisis or not. I hate coming off too normal. But I could use a wife and a dog and a job. And a white fence off with a white kid's walk.